Ich heiße gar nicht Hilla, ne? Also, ich habe auch noch nie Hilla geheißen. Was? Und das ist eigentlich auch wirklich gar nicht mein Name. Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zurück hier im Studio. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe zwei wundervolle Gäste heute bei mir. Denn meine lieben WG-Kolleginnen Hilla und Feli sind heute zu Gast. Aber jetzt ist es halt nochmal anders. Ich glaube, damals warst du nach 2, 3 Jahren, haben wir es uns jetzt wieder angeguckt. Und jetzt sind es halt wirklich schon 10 Jahre. Und ich habe es so lange mir nicht angeschaut. Also es wird wild. Es wird wild? Total. Ich freue mich. Seid ihr ready? Ich bin bereit. Ja, komm. Schauen wir rein. Oh, das ist richtig gemütlich. Meine Tonlage. Ich bin. Man merkt 2010. Dieses Glitzertop. Also ich interessiere mich für Mode eigentlich schon, seitdem ich eigentlich klein bin immer. Sieht man nur leider nicht. Ich sag das aber auch und dann gucke ich mir so an, was ich anhatte und bin so. Immer hilfsbereit und ein offener. Sie macht halt alles mit und. Wieso du da hinten so stehst so. Da. Und ja, sie ist toll. Oh süß. And süß. Skater Girls! Das war der Style, den wir hatten, ne? Ja, also krass. Warum? Ja, Mädchensport ist es eigentlich überhaupt nicht. Und ich bin auch eigentlich gar nicht der Typ dafür. Also mein Beruf. Yeah! Yeah. Oh mein Gott, das ist schön. Ich frage mich bis heute, was bei meiner Augenbrauen los. Bei meiner Augen. Aber ganz ehrlich, du siehst doch genauso aus. Wenn ich dann darüber bin, kann ich ja. Mir schon vorstellen, wie die anderen zeigen. Minus die Zahnspange. Vielleicht könnten wir dann auch mal so eine Choreo einstudieren oder irgendwas. Ey! Moment, das wäre doch die Idee. Die Unordnung. Naja, also bei mir herrscht immer viel Chaos. Voll stolz. In meinem Zimmer, da liegen immer alle Klamotten rum. Das geht auch noch. Relativ unordentlich. Aber ich denke, relativ unordentlich. Das werde ich eigentlich relativ ordentlich sein. Sagst du jetzt? Ich sehe mit deinem Koffer. Halleluja. Ja, sich auf passt doch. So packe ich heute noch. Und das hier, meine Schlafmaske, die darf auf gar keinen Fall fehlen, weil ohne die kriege ich meinen Schönheitsschlaf nicht. Schönheitsschlaf, ja? Alles nichts klar. Gebracht bis jetzt. Weil sie wirklich sehr viel Action bringt im Haus. Es wird sehr ruhig werden. Es ist komisch. Wahnsinn, auch meine Eltern zu sehen vor 10 Jahren. Ja, oder? Ja, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf jeden Dein Fall. Dein Bruder, den fand ich immer hot. Lustig. Ja, das hat glaube ich jeder. Aber du machst immer noch so Dinge, die nicht so, also immer noch gerne Dinge, die nicht so, das machen nur Mädels, das machen nur Jungs. Auf jeden Fall, klar. Ich boxe ja auch zum Beispiel. Ach, du boxst? Ja, also ja. Ich glaube, das ist immer noch... Auf jeden Fall so der Fall. Finde ich cool. Die Veränderung ist trotzdem schon groß, ne? Ja, aber ich meine, man hört auch so oft so, oh, ihr habt euch so verändert. Wo ich mir so denke, ja, natürlich haben wir uns, also wir sind immer noch die gleichen, aber natürlich haben wir uns verändert. Also das ist 10 Jahre her, das muss man sich halt mal vor Augen führen. So. Ja, 10 Jahre vor allen Dingen war man ja auch noch so jung. Also die Welt war noch total rosa zu der Zeit. Ja. Also, da man hatte noch keine Probleme, genau, man keine Fallen. Ich was auf einen zukommt. Und dementsprechend verändert man sich auch. Ne? Das ist richtig. Wollen wir mal sehen, wie du dich verändert hast? Oh nee, ich bin genauso wie früher gefühlt. Noch im gleichen Janni. Janni. Du bist Hilla. 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 Oh mein Gott. Immer noch die schöne Maus. Oh mein Gott! Wie ich mich vergraben! Das ist halt nicht anders, als wenn ich mit Mädchen spielen würde. Mädchen können sogar ein bisschen nerviger und zickiger sein. Diese Einstellung so von oben, die Kamera und so. Ich fühle mich seit circa 1,5 Jahre oder so für die Umwelt. Ja, aber schon, der Umwelt, schon halt stilbewusst. So mit dieser Bluse und der Short. So. Immer. Krass. Also du hattest auch damals schon einen super Style. Du hast auch eine große Schwester. Ich habe ein Lager aufgebaut. Das ist richtig. Die mir manchmal einfach nur machen gar nichts. Ey, ganz ehrlich, das würde ich heute noch gerne machen. Mir fehlen die Leute dazu. In den Wald gehen, oder was? Ja. Ein bisschen den einen wegnageln. Jetzt geht's los. Montag, Samstag hier Leichtathletik. Und ich bin auch sehr ehrgeizig. Und das bin ich immer noch. Gott, ehrgeizig? Ja. Aber läufst du noch?
Ja, ziemlich viel. Ja. Noch, ja. Motiviert die anderen Mädchen in der WG wahrscheinlich auch dazu, mit mir joggen zu gehen. Oh Gott, ich habe mich gehasst. Ich habe so gehasst dafür. Das war so lustig mit euch. Ja, lustig. Also Feli, guck mal auf meinen Koffer, okay? Nimm mir mal ein Beispiel da dran. Du machst aber auch einfach nur Besiegen, so. Sie schminkt sich gerne und auch ein bisschen mehr. Und bei mir ist es eher so, ich denke mir, wenn du dich schminkst, kriegst du Pickel oder so. Du warst so cool. Ich war doof. Man kriegt ja keinen Pickel davon. Und wenn, dann kann man sich einfach schminken, da. Kontakt freue ich sie auch und deswegen, also manchmal überrumpelt sie Leute damit. Also überrumpelt, da also. Okay, Lema. Also ich glaube, dieser Koffer ist auch noch so oldschool irgendwie. So diese. Guck mal, wie die sind. Sind oder so, da komme ich gar nicht mit klar. Oder wenn sie versuchen, so über mich zu bestimmen, ja. Das ist für mich auch echt, geht gar nicht. Aber ich glaube schon, dass sie alle sehr nett werden. Und ihr wart auch nett. Meistens. Ist das krass. Echt, das ist voll schön, das zu sehen. Aber ganz kurz mal, eine Sache muss ich einfach mal sagen. Ey, ich heiße gar nicht Hilla, ne? Also ich habe auch noch nie Hilla geheißen. Was? Und das ist eigentlich wirklich gar nicht mein Name, sondern, ja, jetzt kommt die Beate. Mein Name ist eigentlich Hila. Also es wird anders ausgesprochen. Also der Betonung ist ganz anders. Ja, aber, oder Hila oder Hila, das macht einen Unterschied. Keine Ahnung, in meinem Umfeld waren jetzt nie wirklich viele Kinder mit Migrationshintergrund, sag ich einfach mal so. Und ich hatte aber immer so das Gefühl, wenn ich meinen Namen, weil Hilla kommt ja von Hildegard so und hört sich nicht so exotisch an, sag ich mal, wie Hila, finde ich. Und dass, wenn ich mich Hilla nenne, dass das so ein Stück weit deutscher klingt. Also kam das auch schon von dir, so, dass du dich irgendwann so genannt hast, oder? Das hat in der Grundschule begonnen. Ja. Also jetzt in der Uni so hatte ich die Möglichkeit, das nochmal so zu verändern. Und da bist du ja jetzt nur Hila. Ja, da kennen mich auch alle nur unter Hila. Und da finden sie das auch voll komisch, wenn Leute sagen, Hilla, so... Warum Hilla? So, ja, ich glaube, das ist so im Erwachsenwerden auch wesentlich einfacher, auch sich mit sich selber zu identifizieren. Total. Gerade aus, also ich bin ja auch mit Migrationshintergrund ein deutsches Kind. Ich hatte das ja auch, Feli. Also klar, mich nennen immer noch alle von euch so und alle aus der alten Zeit, aber ich stelle mich ja heute auch nicht mehr mit Feli vor. Also allein diese übertriebene Betonung auf diesem E ist so deutsch. Ja. Und ich bin natürlich deutsch, aber ich heiße Felicia. Also das ist genau das. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die man macht. Total. So, ich kann mich auch daran erinnern, was eigentlich total süß war. So, das hat mich, dieses Thema hat mich total früh schon total oft so beschäftigt, dass ich irgendwie einen Migrationshintergrund besitze und dass ich in der WG war am zweiten Tag mit May. Und wir saßen bei uns im Garten in dieser Hollywood-Schaukel, ja genau. Und wir hatten ja auch damals diese Mikros, damit man uns hört so. Und dass wir beide so unsere Mikros so zugehalten haben, sie mit dem Shirt. Und dann haben wir so über genau das Thema geredet. Und das war das erste Mal, dass ich mit jemandem über das Thema geredet habe, dass es kulturelle Unterschiede gibt, dass sie von sich erzählt hat, dass sie so kulturell manchmal auch Schwierigkeiten hat und nicht weiß, wie sie sich so, wo sie sich zuordnen soll, wie das bei mir ist, sei es in der Erziehung, sei es mit meinen Freunden, sei es, wenn ich damit konfrontiert werde. Und das hat mir damals total gut getan und deshalb habe ich mich auch so früh schon so gut mit ihr verstanden. Ach, das vermisst sie auch voll. Oh Gott, ich bin voll. So. Ich finde es so krass, dass ihr euch schon in so jung, also ne, mit 13, 12, 13, da bist du auch eh voll Panne. So. Du hast doch eh schon keine Ahnung so von dir selber, dein Körper verändert sich, ist alles schon weird. Und wenn du dich dann zusätzlich noch mit so einer Frage auseinandersetzen musst, deswegen finde ich es voll schön, dass dir May da so den Halt gegeben hat. Da denke ich total oft dran, dass sie wirklich die erste Person war, mit der ich das Thema thematisiert habe. Okay, gut. Alina. Meine fehlt noch, meine Homestory, ne? Ich wollte mich drücken eigentlich. Ich fand das gerade so schön. Okay, let's do it. Echt klein, weil ich Bonnie, dieser Kajal. Ich wollte gerade sagen, dieser schwarze Kajal. Ich bin die Alina, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne in Gießen. Und meine Hobbys sind mit Freunden treffen, ich spiele Basketball. Um Gottes Willen. Klavier und nehme Gesangsunterricht. Also ich denke schon, dass sie ein Power-Typ ist. Wow. So hyperaktiv manchmal ist. Warum hat mir niemand dieses Pony verboten? Ehrgeizig. Das war auch Skaterzeit, das war cool. Jeder wollte so einen Pony haben. Ja, aber ja, stimmt schon. Oh, voll schön. Ich spiele schon 4 Jahre Klavier und das macht mir einfach total Spaß, weil... Das Haus sah auch noch so anders aus, das ist so strange. Und es wäre cool, wenn in der WG auch ein Klavier stehen würde. Spielst du noch Klavier? Ein bisschen. Ich bin offen. Also ich habe eins zu Hause stehen. Ich kann Leute auch ganz gut zum Lachen bringen. Das stimmt. Wie rodelt der Hackeschosch?
Ja, ist fein. Dass du das noch daran erinnert hast. Das hat er immer von selbst gemacht. Was soll das überhaupt bedeuten? Das frage ich mich bis heute nicht. Hackeschosch ist so ein Rodler. So der ist halt so ein professioneller Rodler. Und das sieht halt aus, als würde er rodeln. Wie rodelt der Hackeschosch? Ach so. Der lebt auch immer noch, Mann. Der ist steinalt jetzt. Der wird 15. Mann, ich finde ihn gern knuddeln. Ja. Oscar Beste. Im Aussehen beurteilt. Und ich finde, dann sollte man schon was aus sich machen, wenn man immer nach dem Aussehen. Alina, ja. Man wird immer nach dem Aussehen beurteilt, ist zwar schade, aber dann mach halt was aus dir und dann sieht sie so aus. Ich könnte jetzt fies sein und sagen, für dich reicht. Wie mein Zimmer aussah, wie meine Mama. Also krass. Normalerweise ist Alina nicht so der chaotische Typ. Oh, diese kurzen Haare waren auch nix, Mama. Hat sie lange mittlerweile? Ja. Ich kann auch nicht schlafen, wenn bei mir was auf dem Boden liegt. Oh, ich wünschte, ich hätte mir doch mit dir ein Zimmer geteilt, hättest du doch für mich aufgeräumt. Mit Janni und Feli neben mir war das nicht besser. Bam! Wie groß ist dein Bruder jetzt? Er war ja wirklich klein. Der hat jetzt Abi gemacht. Er ist da noch ein Baby. Ich finde aber, Alina ist sich schon noch treu geblieben. Also sie sieht noch ähnlich aus wie damals. Die Veränderung sie ist auch noch genauso charakterlich, genauso ordentlich, genauso stylisch. Also was hat sich verändert? Stylisch? Haben wir ja, verschiedene Home-Stories? Ganz ehrlich. Der Sprung ist natürlich groß, aber du warst ja früher schon so. Damals war das schön. Ja. Kam das gut an. Glaub mir. Damals war es eigentlich keine Schwulen-Tonsache. Aber findet ihr echt, dass ich mich nicht so verändert habe? Ich finde auch. Du bist vom Typ her bist du gleich geblieben, ja. Finde ich auch. Aber ich finde es so schön. Vielen Dank auf jeden Fall für die Ausschnitte. Ja, mir hat so viel Spaß gemacht. Zurück in die Vergangenheit einmal. Wird nie alt, oder? Kann 12 sein. Ja. Schön. Ach, schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, kommentiert ganz fleißig, ihr wisst, Kanal abonnieren sowieso und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr auch ja nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.